IWA 2023, wir sind auf dem Stand von Cellmark Zeitmark. Hier waren wir auch im letzten Jahr schon und auch im letzten Jahr haben wir hier schon ein paar interessante Produkte vorgestellt. Und das möchte ich auch heute wieder tun, denn vor mir seht ihr das 3 bis 9 mal 50 und aus dieser Zielfernrohrlinie gibt es noch ein zweites Zielfernrohr, das 4 bis 12 mal 56. Zwei interessante Zielfernrohre, die vor allen Dingen wegen ihrer sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis für den einen oder anderen Jäger da draußen interessant sein dürften. Und für den Jäger ist auch interessant, und zwar das, was ihr hier unten seht. Ich würde mal sagen, Franco geht mal ein bisschen weiter runter und zeigt hier unten. Seht ihr ein sogenanntes Tripod, ein sogenanntes Stativ, das man halt einfach auch zum Schießen benutzen kann. Es kommt immer mehr. Viele von euch da draußen benutzen diese Stative schon, weil man natürlich eine sehr sichere Auflage hat und halt einfach im Absehen natürlich deutlich ruhiger ist. Jetzt gehen wir mal nach hier drüben, denn von diesem Tripod gibt es noch eine zweite Variante. Die seht ihr hier. Die kommt aus der Schweiz. Und hat natürlich einen anderen Aufbau. Hier oben drauf kann man natürlich auch ein etwas schwereres Gewehr montieren, wie man hier sieht. Und wir haben hier drüben noch eine dritte Variante. Die ist dann sozusagen ausgestattet mit Picatinny Rail. Und man hat natürlich auch, ich kann das ja mal einfach vorführen, wenn man es hier reingeht. Man hat hier halt einfach wirklich eine extrem sichere und ruhige. Jetzt läuft da jemand durchs Bild. Ah, hallo, das ist ein Kollege gewesen. Und man sieht wirklich, es ist wirklich sehr sicher und ruhig. Und als viertes Produkt, ich bin jetzt ja eher als jagdlich unterwegs, aber es gibt von Zeitmark Cellmark halt einfach auch noch dieses feine kleine Produkt. Und zwar dieses Rotpunktvisier wird mit Solar angetrieben. Man hat hier oben sozusagen ein paar kleine Solarflächen. Das heißt, die Energieversorgung findet über Solarpaneele statt. Und das mal sozusagen. Und ich habe hier vorne noch eine Lampe, mit der ich auf zwei Seiten, also man hat hier auf der einen Seite, hopp, und man hat hier auf der zweiten Seite jeweils die Möglichkeit, die Lampe an- und auszuschalten. Das Ganze gibt es zu sehen bei Cellmark Zeitmark hier auf der IWA 2023. Also vorbeischauen lohnt sich.